Willkommen zurück bei der Pixelarmee. Mein Name ist Vikato, wir zocken heute Projekt Cars. Ich wünsche euch mal viel Spaß dabei. Und wir sind heute auf der Strecke Barcelona. Wir spielen heute Projekt Cars mit Multiklassenfahrzeuge in der Kategorie Road 1. Wir sind gerade in einem McLaren Mercedes, wobei ich wirklich selber Mercedes gar nicht mal so mag. Ich hätte es eher verkackt, einen BMW zu nehmen. Ja, das ist natürlich wieder so typisch Vikato. Entweder ich verkack's in Minecraft oder auch nicht. Wir befinden uns jetzt gerade in einem 5-minütigen, beziehungsweise 7 minütigen Qualifying. Eigentlich 5 Minuten allerdings, wenn man kurz vor Ablauf der Zeit das Qualifying noch erreicht, dann ist man drinnen. Ich muss sagen, die Strecke ist wirklich katastrophal kurvig. Man kann den Grip und die Geschwindigkeit wirklich nicht sehr gut ausnutzen. Was sage ich überhaupt vom Grip? Man kann die Geschwindigkeit, die Höchstgeschwindigkeit einfach nicht ausnutzen. Es gibt ja in der Nordschleife zum Beispiel, gibt es eine Stelle, da könnt ihr sehr, sehr schnell wirklich gut fahren und mal komplett durchstarten. Ich glaube, das ist im Sektor 2 oder Sektor 3, kurz nachdem ihr diese steilige Kurve erreicht. Ich werde es euch nachher mal unten einblenden, was ich genau damit meine. Und wir scheinen wirklich verdammt gut zu fahren. Also das Qualifying läuft jetzt zumindest in der ersten Runde sehr gut. Jetzt haben wir schon mal den ersten Gegner wirklich gut aufgenommen oder perfekt überholt, meine ich. Ich werde jetzt dran trotzdem mal in die Innenansicht wechseln und ja. Innenansicht finde ich mal ein bisschen spannender, als wenn man von außen wirklich nicht zuschauen kann. Man merkt auch wirklich, das Fahrergehäuse gefällt mir nach wie vor total geil. Im Projekt Cars haben sie wirklich verdammt geil hingekriegt. Ich meine, man muss ehrlich gesagt auch sagen, ein paar Sachen gehen mir jetzt ehrlich gesagt auch ab. Und da haben wir natürlich die perfekte Anzeige überhaupt. 23,1 Liter Benzin haben wir drinnen. So sollte es natürlich auch wirklich sein. Ich werde wahrscheinlich, ich hoffe jetzt mal nicht, dass das Wetter umschlägt. Allerdings schätze ich schon. Die Wetterverhältnisse sind mit achtfacher Geschwindigkeit, das heißt von der Realismus achtmal so schnell ändert sich das Wetter im Projekt Cars. Damit werden natürlich die Rennen ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen standender, finde ich. Also ich habe wirklich auch alles eingestellt. Nur was ich ein bisschen vermisse, ist, dass es keinen Schneefall gibt. Mit Schnee wäre es nämlich noch echt madiger. Allerdings machen wir schon die Geschwindigkeiten überhaupt mit dem ganzen anderen Käse ein bisschen zu schaffen. Das heißt, wenn Regen kommt, dann haut es mich immer von der Strecke. Weil ich wirklich sagen muss, dieser Klasse fahre ich wirklich am besten. Diese Formel 1 Autos, ja, das gibt es auch im Projekt Cars. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwierig zu fahren. Falls ihr Fragen habt, gibt es im Projekt Cars eigentlich wirklich von Ferrari oder BMW alle Autos? Ich glaube, BMW ist dabei, Lotus ist auch dabei, soweit ich gesehen habe, und Mercedes auch. Bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher. Was nicht dabei ist, ist Ferrari und der andere Rest, wie zum Beispiel Red Bull. Dafür gibt es im Projekt Cars halt immer nur ein Auto. Das ist, oh, die Rundenzeit ist unglücklich. Na Käse. Na ganz große Klasse. Ach verdammt, haben wir überhaupt schon eine Rundenzeit? Ich glaube, wir haben jetzt die zweite Runde, oder? Ja, wir müssen in der zweiten Runde sein. Wenn nicht, dann wäre es jetzt echt ärgerlich. Och. Wisst ihr, sobald man einmal rauskommt, dann ist die Rundenzeit ungültig. Na toll. Was ich ehrlich gesagt auch noch gleich vorab sagen muss, wir haben etwas realistischer drinnen. Und zwar habe ich die Beschädigungen von Fahrzeugen eingestellt. Das heißt, wenn wir den Start verkacken, wird ziemlich beschissen werden. Naja, gut, muss man nur den wissen. Wenn man es verkackt, dann scheiße. Wenn nicht, dann gut. Allerdings kommt es drauf an, jetzt ist neue Runde, neues Glück, wir dürfen so nicht verkacken, indem wir wirklich wieder abscheißen. Das möchte ich natürlich überhaupt nicht machen. Oh. Fuck. Piepsch der Scheiße. Ja, ich hab keine Verwarnung gekriegt. Da hat man nochmal wirklich verdammt Lack gehabt. Ach, Mann, da muss man so aufpassen. Ich habe ehrlich gesagt auch ab und zu ziemlich Angst, dass man wirklich sich verbremst und das Ende wirklich raushaut. Weil dann wird es nämlich überhaupt nicht mehr gewertet, die komplette Zeit nicht, wie gerade vorhin. Das ist auch so mit den Regeln, finde ich es perfekt, auch wirklich spannend. Das ist jetzt auch die letzte Runde vom Qualifying. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon... Es wird jetzt die dritte sein, oder? Oder ist das nicht die dritte? Wenn ich jetzt einen Scheißschaden wegen den drecksgelben Deppen habe, dann flippe ich aus.
Bestätigungen sind wie gesagt an. Das meiste, was ich bis jetzt immer gehabt habe, war Motorschaden und Aufhängschaden. Wobei letzteres wirklich nerviger ist. Ja, Motorschaden ist bei weitem nicht so nervig wie ein Aufhängeschaden. Aufhängeschaden ist das, wenn bei euch die Stabilstange im Arsch ist. Die Stabilstange ist die sogenannte Spurstange. Wenn die im Arsch ist, dann haut es euch wirklich zur Seite. Das heißt, könnt ihr zieht es euch entweder nach links und ihr könnt die ganze Zeit gegenlenken. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr auf einer Geraden wirklich richtig Gas geben wollt, dann geht es komischerweise auch gar nicht mehr so toll. Und da hat mir, ehrlich gesagt, auch nochmal Glück gehabt, dass die uns da nicht wirklich das abgezogen haben. Denn und mich hat es gerade ein bisschen rausgehauen. Das hat mich bestimmt wieder eine Sekunde oder so gekostet. Und ja. Ach, diese Kurven, ey. Das ist so übel. Einzige, was für Vorteil ist, wenn man Aufhängeschaden oder einen aerodynamischen Schaden hat. Gut, wobei das letztere wirklich jetzt nicht so schlimm ist, finde ich. Weil da hat man das Auto noch ein bisschen besser unter Kontrolle. Wenn man nicht allzu viel lenkt und man merkt schon, jetzt haben wir es ehrlich gesagt auch geschafft vom Qualifying. Dann gehen wir erstens mal, wow, okay, außerhalb, aber denkt daran, das Ende, oh. Tja, meine lieben Freunde, wir sind jetzt wirklich hier beim Rennen dabei und wir müssen wirklich jetzt echt ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir irgendjemanden rammen, weil da gibt es einen Aufhängeschaden und wir sind weg vom Fenster. Oh mein Gott, also der Start ist wirklich über das Spannendste, wir haben sofort 4 Positionen gut gemacht. Ich fahre jetzt hier aber wirklich ein bisschen langsamer, weil wie gesagt, wenn ich hier wirklich jemanden ramme, dann habe ich ein Problem. Der andere zieht gefährlich rein, ey, das ist echt unglaublich. Aber er war ein klasse Manöver von ihm, der hat nochmal Glück gehabt, dass ich ihn nicht berührt habe. Es ist auch mit der Ideallinie wirklich schwierig zu folgen. Der erste, der uns schon gerammt hat, das wäre jetzt auch bei einer neuen Kollision mit dem Mercedes gewesen. Wir sind jetzt auf Platz 10, Leute, das muss man natürlich auch bedenken. Es ist auch verdammt gefährlich, Wahnsinn. Wahnsinn, also die treiben uns echt wirklich ganz dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn das überhaupt für ein Auto. Ach, die erste Runde ist wirklich verdammt spannend. Man, vor uns ist Marlon und hinter uns ist Rob. Wahnsinn. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir überhaupt Platz 4 gut machen können. Weil ich wirklich sagen muss, ah, diese engen Kurven, man kann wirklich sagen, nochmal relativ geil aufholen in der ersten Runde hier. Allerdings möchte ich nicht zu viel riskieren. Es regnet, es ist unberechenbar. Man darf nicht zu schnell fahren, weil dann haut es einen sofort aus der Strecke. Oder man wird gerammt, das gibt es hier nämlich auch. Die KI hat nämlich auch ab und zu Fehler und sorgt dafür, dass es sich gegenseitig ausschaltet. Und wenn man da noch da reinkommt und man wird erwischt davon, dann hat man echt ein Scheißproblem. Ist natürlich extrem scheiße heftig. Dieser Regen pisst mich ehrlich gesagt auch an. Da vorne ist Platz 3. Ich sehe allerdings gar keine Möglichkeit, ihn zu überholen oder vielleicht doch. Meine Fresse. Also von Platz 19 auf Platz 3. Macht mir das mal nach, Leute. Ich habe wirklich Beschädigungen an. Ich habe, wie bereits gesagt, ich habe die Bremshilfen aus. Also nur die Bremshilfe ist natürlich aus. Ich glaube, das ABS habe ich auch an. Weil wenn ich das ABS deaktivieren würde, Alter, das wäre fast unmöglich zu fahren. Ich meine, ich habe zwar hier neben mir ein Bremspedal und ein Lenkrad stehen, aber ich benutze einen Xbox 360 Controller, weil ich mit den anderen Teilen zu blöd überhaupt bin. Es gibt ein geiles Feeling, ja, vielleicht fühle ich mich mal dabei. Wo ich das fahre, natürlich kann ich mein Gesicht nicht zeigen, das hat berufliche Gründe. Tja, ich arbeite mich in der Öffentlichkeit. Ja. Ich muss auch mit unterschreiben, dass ich mein Gesicht nicht zeigen darf. Ja. Aber wir hätten jetzt früher abbremsen sollen und das Geile ist, der Regen lichtet sich jetzt auch mittlerweile. Oh, ich finde es nur gut, dass wirklich, wie gesagt, ich finde es nur gut, dass da draußen Beton ist und kein Gras, weil bei Gras würden wir Dreck aufsammeln und Dreck wird dafür sorgen, dass wir weniger Grip hätten. Das heißt, der Grip bedeutet, dass ihr weniger Halt überhaupt auf der Fahrbahn habt und auch schlechter bremsen könnt oder allgemein drosselt das, glaube ich, ein bisschen die Geschwindigkeit jetzt nicht ungefähr. Allerdings hat man beschissenes Bremsen, aber es wirkt sich dann doch irgendwo auf die Geschwindigkeit an. Wenn man viel stärker bremsen muss, um überhaupt eine Kurve zu fahren, als eigentlich ein üblich ist. Ich schätze jetzt mal, dass Platz 1, Platz 2 Ball an die Box fahren. Ich hoffe es zumindest. Oder auch nicht. Oh Mann, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin wirklich total aufgeregt gerade. Sehr aufgeregt gerade. Können die überhaupt diese Position halten? Also ich glaube, ich bezweifle es, dass wir überhaupt an Platz 2 noch rankommen. Der Vorsprung ist verdammt groß.
Die beiden fahren ja wirklich wie ein Wahnsinn.